Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Beginner Tutorial. In dieser Folge geht es um Clips, Clip Launcher und Szenen. Aber legen wir doch einfach mal los. So startet sich Bitwig normalerweise und es gibt hier oben diese zwei Menüknöpfe. Standardmäßig ist der hier ausgewählt und das ist die Arranger Timeline hier. Und wenn ich links daneben anklicke, sehe ich zum Beispiel den Clip Launcher oder die Clips. Dies ist jetzt im Moment alles leer, weil ich weder Instrumente noch Samples hier drin habe. Und bei Bitwig habe ich ja die Möglichkeit, zum Beispiel auch den Arranger komplett wegzublenden. Dann habe ich nur noch diese Clip-Möglichkeit. Ich arbeite eigentlich ganz gerne hier so in dieser geteilten Ansicht, so dass ich hier auf der rechten Seite den Arranger habe und links den Clips. Dann kann ich hier zum Beispiel irgendwelche Clips anlegen und bespielen und machen und tun. Und hier auch mit dem Loop arbeiten. Und wenn ich dann hier mit zufrieden bin, dann kann ich das hier so als Backup hier reinziehen oder eben zum Arrangieren von einzelnen Bereichen, Sektionen, kann ich die quasi alle hier drunter anlegen und einspielen oder bearbeiten oder wie auch immer. Und wenn die dann der entsprechenden Spur so sind, wie ich sie haben möchte, dann ziehe ich sie dann einfach hier so rein. So, aber es soll hier nicht um den Arranger erstmal gehen, sondern um den Clip Launcher. Und bei Bitwig gibt es zwei Ansichten des Clip Launchers. Das ist eben diese kombinierte Ansicht Arranger Clip Launcher. Wenn ich die Tabulator-Taste drücke, dann komme ich rüber in die Ansicht, die man vielleicht auch zum Beispiel von Ableton kennt, mit diesen Spuren hier vertikal angeordnet und die Szenen hier horizontal. Und das Ganze kann ich hier auf der rechten Seite nochmal ein bisschen größer anordnen. Dann sehe ich auch hier die Clips ein bisschen größer. So, der Unterschied zwischen diesen beiden Ansichten, ich kann das ja noch ein bisschen erweitern, indem dass ich hier unten diese Device-Ansicht zumache, hier, indem ich das hier draufklicke. Und dann habe ich nur noch den Mixer und die Clips hier, je nachdem wie viel ich hier angelegt habe. Der Unterschied für mich persönlich ist, wenn ich zwischen diesen beiden Clip-Launcher-Ansichten wählen müsste, wäre, dass ich zum Beispiel diese Ansicht beim Mixen von den verschiedenen Levels und wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen live vor mich hin jammen würde und hätte vorgefertigte Clips hier drin, das ist so jetzt meine Ansicht, die ich benutzen würde. Allerdings, wenn ich Clips mir erstelle und zusammenspiele und zusammen arrangiere, benutze ich viel lieber diese Ansicht. Man kann ja mit der Tabulator-Taste hin und her wechseln. Man kann aber auch hier unten links zwischen Mix und Arranger hin und her schalten. So, jetzt gibt es bei dem Clip Launcher, ich habe ja hier nichts drin, ich habe keine Instrumente, kein gar nichts, irgendwas drin. Jetzt gibt es bei dem Clip Launcher hier so zwei Punkte. Das eine ist ein Record-Knopf, das heißt, wenn ich hier jetzt draufklicke, dann geht der los und ich kann jetzt irgendwas eingeben. Das sieht man dann hier auch, wie hier Noten eingegeben werden. Und wenn ich auf Stopp klicke und einen Doppelklick hier drauf mache, sehe ich, welche Noten ich hier eingegeben habe. Muss ich gerade mal schauen. Die Pre-Roll ist auf 1, das ist richtig. So. Dann lösche ich diesen Clip mal wieder. Das heißt, hier habe ich einen Record-Button. Wenn ich hier draufklicke, nehme ich in diesem Clip auf, so lange, bis ich wieder Stopp drücke. Oder ich mache einen Doppelklick hier rein und kann dann sagen, hier Standardlänge meines Clips ist ein Takt lang, kann den zum Beispiel auf 4 Takte erweitern und könnte hier jetzt mit dem Override, wenn ich jetzt den hier so laufen lasse, kann ich jetzt auch Noten eingeben, wie man da unten schön sieht. So. So. Das heißt, ich kann in bestehende Clips, die ich mir vordefiniere, wie lange die sein sollen, 4 Takte, 3 Takte, 2 Takte, das kann ich dann auch hier unten im Noteneditor auch nochmal direkt angeben.
Oder ich mache das hier direkt mit dem Record-Knopf. Und dann gibt es noch einen zweiten Knopf, dieses Plus-Zeichen. Und bei Plus bedeutet immer, dass der Browser mit ins Spiel kommt. So, wie gesagt, ich habe hier extra nichts reingeladen, also kein Instrument hier reingeladen. So, Device. Ich habe hier kein Instrument reingeladen, nichts. Und jetzt wird es nämlich interessant, wenn ich hier auf das Plus in diesem Clip klicke, dann geht der Browser auf. Und der Browser hat standardmäßig ausgewählt alle Locations, alle File Types und dann die weiteren Filterkategorien. So, das heißt, ich bekomme jetzt sogenannte Clips, abgespeicherte Clips vorgeschlagen. Und die kann ich in Bitwig hier auch mit vorhören. Oder ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte in das Bus-Package und habe jetzt hier nur Bitwig Note Clips. Wenn ich das jetzt hier anklicke, spielt er mir das normalerweise. Und zwar spielt er das immer mit dem entsprechenden Instrument oder Device, mit dem dieser Clip erstellt worden ist. Deshalb hat es jetzt auch gerade so lange gedauert, weil er erst dieses Instrument im Hintergrund laden musste. Und dasselbe passiert jetzt genau hier auch. Oder wenn ich hier drauf klicke, man sieht hier unten die Noten, die geladen werden. Oder ich gehe jetzt hier zum Beispiel auf Drum Machines, dann habe ich so die von den ganzen Drum Machines Clips dazu. Hier sind die. Und jetzt kann ich mir von den verschiedenen Drum Machines zum Beispiel Drum and Bass Half Step Drumbus oder einen Dubstep Beat und jedes Mal muss er halt die entsprechende Drum Machine laden. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel mit dem Electro Beat hier mache und einen Doppelklick und den auswähle, dann lädt er hier diesen Clip rein und die entsprechende Drum Machine. Und ich kann das hier direkt abspielen lassen. So, und wenn ich jetzt eine weitere Variation von diesem Elektro-Kit 1 laden will, kann ich hier einfach wieder auf Plus klicken, sollte dann aber zum Beispiel hier Note Clip und Elektro hier eingeben, sodass ich wieder bei diesem Elektro-Beat bin, weil ich kann jetzt zwar einen Beat von einer anderen Drum Machine hier reinladen, aber so klingt die dann eben nicht mehr. Ich muss mal vielleicht was anderes reinladen. Klavi Funkinet. Hier habe ich zum Beispiel einen Clip von einem anderen Instrument. Wenn ich den jetzt hier reinlade, wird das mit der Drum Machine abgespielt. Und wie ich hier unten sehe, sind ein Haufen der Noten überhalb der Drum Machine. Ich könnte jetzt zwar hingehen und alle Noten mit Steuerung auswählen und Shift und Pfeil hoch nach oben transponieren. Oder muss ich die nach unten transponieren? So rum, genau. Aber das ergibt gar keinen Sinn. So, wenn ich den markiere, mit Entfernen lösche, wieder auf die Plus-Taste gehe und jetzt hier einfach in Elektro drin bleibe, dann kann ich hier die verschiedenen Clips hier noch auswählen. Nehmen wir den hier jetzt zum Beispiel, dann habe ich schon zwei Variationen. So, und wenn ich das jetzt weitermachen will, kann ich jetzt zum Beispiel einfach hier einen neuen Instrument-Track hinzufügen. Gehe hier wieder auf das Plus und sage, ich will jetzt einfach hier zum Beispiel von Electric Keys
Ein, was wollen wir denn? Klavi. Funky Klavi nehmen. Den hier zum Beispiel. So, dann lädt er automatisches Multisample-Instrument rein. Und ich kann jetzt zum Beispiel den Elektrobeat laufen lassen und das Funky Klavi dann hinterher. Lade das wieder rein. Und da ich Funky Klavi habe, oder Klavi Funky, lade ich mir hier noch. Jetzt habe ich hier den gleichen gerade nochmal geladen. So, nehmen wir nochmal den Zweier hier. So, und so kann ich jedes mögliche Instrument oder Drum Machine oder wie auch immer hier einfach von vorgefertigten Clips reinladen. Wenn ich jetzt so einen Clip hier selber gemacht habe, dann kann ich auf den rechtsklicken und kann dann Save to Library hier unten anklicken und dann entsprechend den Beat, den ich hier gemacht habe oder den ich hier verändert habe, hier abspeichern. Wenn ich hier nichts am Namen verändere, dann wird der einfach überschrieben. Ich sollte hier schon, also wenn ich unterschiedliche Clips mir abspeichern möchte, sollte ich natürlich dann einen unterschiedlichen Namen auch nehmen. Und hier wird dann auch nochmal abgespeichert, mit welcher Geschwindigkeit der Clip lief, dann eben bestimmte Tags, wo man den so ein bisschen einordnen kann. Und hier ist dann nochmal der Haken, um das Device mit dem Clip abzuspeichern. Das heißt, wenn ich jetzt einen Clip mit einem bestimmten Bass gemacht habe, dass ich bei dieser Probe, beim Probehören den Bass auch wieder höre, damit er den Bass im Hintergrund lädt. Oder wenn ich eine leere Spur habe, dass er genau diesen Bass, wenn er denn hier im System verfügbar ist, mit reinlädt. So, ich cancel das jetzt einfach mal. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe jetzt hin und gruppiere das hier mit einem Rechtsklick. So, kann ich hier Gruppen, nehmen wir das jetzt einfach mal Hauptmelodie. Das ist jetzt zwar ein bisschen komisch, aber egal. So, das heißt, wenn ich hier bestimmte Gruppen anlege, dann habe ich, wie ihr das hier auch seht, hier oben drüber verschiedene Szenen. Oder ich gehe jetzt einfach vielleicht nochmal zurück. Machen wir das ohne erstmal die Gruppe. Ich habe hier verschiedene Szenen und ich kann so eine ganze Reihe an Clips, die ich hier habe, immer mit den Szenen starten. Das heißt, wenn ich hier auf Szene 1 klicke, starten alle Clips der Szene 1. Wenn ich hier auf Szene 2 klicke, analog. Und die Clips kann ich natürlich auch entweder verschieben, indem dass ich sie einfach packe mit der Maus und hin und her schiebe. Und wenn der Clip gerade spielt, dann spielt er einfach an der Stelle weiter, wo ich ihn gerade hingezogen habe. Oder ich kann den nehmen, die Steuerung-Taste drücken, loslassen und dann mache ich eine Kopie des Clips. Und der Original spielt an der Originalstelle einfach wieder weiter. So, und so kann ich dann den Clip einfach rüberziehen und mit den anderen Clips kombinieren. So, und ich mache jetzt hier nochmal eine Spur dazu. Und die ziehe ich hier mal so ein bisschen runter. Und da lade ich jetzt, was lade ich da rein? Sample Synth, Untertröte, was haben wir denn hier? Nicht so schön.
Nehmen wir doch einfach mal den. So, das ist nochmal eine Drum Machine. Okay, aber gehen wir jetzt einfach mal aus. Ich gruppiere das Ganze. Rechtsklick oder Steuerung G mit Group. So, und dann habe ich hier einmal für alle Spuren die Szenen, und ich kann dann zum Beispiel auch sagen, ich habe jetzt hier so einen Clip, der gehört jetzt nicht zu dieser ganzen Gruppierung hier. Und da jetzt ein paar Clips schon laufen und ich einen starte, laufen alle los. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich hier zum Beispiel auf dieses Stoppsymbol ganz, ganz oben klicken, und dann gehen überall die Lichter aus. Und wenn ich jetzt einen Clip hier starte, dann startet nur dieser Clip. Und ich kann die jetzt hier auch einzeln starten. Und ich kann immer noch mit dieser Szene hier oben, kann ich alle Clips auf allen Spuren starten. So, stoppen wir mal wieder alle Clips. So. Und was ich jetzt machen kann, dadurch, dass ich hier eine Gruppe habe, kann ich alle Clips in dieser Gruppe alleine starten. Das heißt, wenn ich jetzt hier in dieser Gruppe auf Szene 1 klicke, dann werden nur die Clips in dieser Gruppe gestartet und nicht der darunter liegt. Der wird erst gestartet, wenn ich direkt hier draufklicke oder wenn ich hier oben auf Szene 1 klicke. So. Und zu diesen Stoppsymbolen hier. Das heißt, ich kann hier die ganze Szene stoppen. Dann spielt alles andere noch außer dieser Szene, genau, außer dieser Szene, außer diesen Spuren, die in dieser Szene liegen. Oder ich kann einzelne Spuren hier direkt stoppen. So. Oder hier oben alles stoppen, wie ich das möchte. So, wenn ich das jetzt hier aber am Spielen habe, machen wir das mal so. Und ich bin hier, um den Arranger nochmal ins Spiel mitzubringen. Und ich bin jetzt hier und habe diese Spur hier ausgewählt. Und möchte hier was spielen zum Beispiel oder was aufnehmen. Dann kann ich hier draufklicken. Und wenn diese Spur hier jetzt spielt, kann ich hier direkt mitspielen. Sieht man, wie der Cursor hier läuft. Hier habe ich Override an. Und entsprechend müsste ich da jetzt eigentlich auch aufnehmen können. So. So kann ich von Clips auf den Arranger rüber. Und wenn ich hier einen Clip wieder starte, dann ist das hier wieder deaktiviert. Ich kann auch von allen Clips komplett auf den Arranger rüber wechseln. Wenn ich jetzt hier draufklicke, da ist jetzt halt nur kein Clip am Start. Insofern hat man jetzt auch gar nichts. So, und ich kann halt wieder hier mit den Szenen komplett rüber auf die Clips wechseln. Oder ich kann eben auch kombiniert spielen zwischen Arranger und Clip hin und her. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Spur hier im Arranger spielen möchte, dann lasse ich die spielen, alles andere spielt als Clip. Oder ich mache das dann auch einzeln, dass wenn ich hier irgendwelche Clips am Start habe, dass diese Clips gespielt werden. Oder dann spielen dann diese Clips hier. Müsst jetzt halt überall ein bisschen was reintippern. Und dann kann ich auch einzeln wieder zurück. Und dann werden die Spuren hier deaktiviert. So werden sie leicht angegraut. Oder wieder zurück. Und das hier. Das heißt, ich könnte hier ein Arrangement spielen, aber für eine Spur, zum Beispiel für das Schlagzeug oder für irgendwas anderes, lasse ich einfach nur einen Clip laufen, einen Loop oder irgendwie sonst was. Und kann dann fröhlich vor mich hinklimpern oder eben das Arrangement so ablaufen lassen, wie ich das möchte. So, das ist die Möglichkeit, wie man mit den Clips arbeitet, wie man Clips reinlädt und wie man gleich die Instrumente und Devices der Clips gleich noch mit reinlädt.
Dann kann man die eben hier hin und her schieben, auch spurübergreifend oder auf neue Spuren rüber verschieben oder eben auch kopieren. Und wenn ich das verschiebe, wird immer nur der Clip verschoben oder kopiere. Er wird nur der Clip kopiert oder verschoben, nicht gleich das ganze Device. Also man kann dann die ganzen MIDI-Noten hin und her schieben, auf weitere Instrumente legen und damit halt eine ganze Menge rumexperimentieren. So, und ein ganz wichtiger Part hier ist dann auch noch mal, ich mache hier mal eine leere Spur auf zum Vergleich. Wenn ich hier ein Device habe mit einem Clip drin, dann sehe ich hier im Inspektor drüben eine ganze Menge Infos. Und zwar sehe ich hier die Signatur, ob das ein Viervierteltakt ist oder ein Dreiviertel oder wie auch immer, wo der Clip startet, wenn ich den hier aufmache. Wo der startet hier bei 1,1 und stoppt bei 2,1,1 hier hinten, also ein bisschen ran nimmt. Dann wird der Clip geloopt, das heißt, ich kann das auch komplett rausnehmen. Und wenn ich den dann, mache hier mal alles auf Stopp, wenn ich den dann einmal abspiele, dann hört er nach einem Mal auf zu spielen. Das heißt, wenn ihr so einen Clip habt, der immer nur einmal gespielt wird, dann achtet hier auf das Looping-Zeichen, dass das an ist. Und beim Looping-Zeichen kann ich dann zusätzlich noch angeben, okay, wo startet der Loop, wo endet der Loop, beziehungsweise wo startet der Loop und wie lang ist das gesamte, der gesamte Clip hier. Wenn ich den jetzt hier auf 5, 6, 8 angebe und den hier verkleine, dann sehe ich, okay, mein Clip ist 8 Takte lang. Ich kann den Clip muten, dann auch wenn er abgespielt wird, hört man ihn nicht. Alle Clips sind automatisch im Shuffle drin. Das ist dieses Groove-Menü. Die haben dann einen Shuffle. Wenn ich das aus habe, macht das nichts. Dann passiert da nichts. Wenn ich das daran die Konfiguration daran ändere oder da irgendetwas einstelle in diesem Groove-Menü, dann wirkt sich das auf meine Clips aus. So, dann habe ich noch kann ich hier den Accent, also die Stärke des Anschlags anwählen. Beziehungsweise die Lautstärke anwählen. Und dann habe ich hier noch einen wichtigen Bereich, der nennt sich Play Mode. Und vom Play Mode ist, wenn ich von einem Clip auf den nächsten wechsle, dann sage ich, okay, Play Mode ist hier an der Stelle, fang am Anfang an. Das heißt, der fängt hier dann an zu spielen und loopt dann hier durch, wenn ich hier Looping anhabe, von vorne nach hinten. Dann kann ich auch sagen, spiel hier einfach weiter, entsprechend dort, wo wir gerade sind mit dem Play-Cursor. Oder ich sage, spiel mir einfach quantisiert weiter, also schön im Takt dann auch nochmal. Launch IQ kann ich zum Beispiel sagen, okay, wenn ich den Clip auswähle, dann fangen wir mit dem Standard, den ich eingestellt habe, an. Und den Standard finden wir hier im Play-Menü und zwar hier unten Default Launch Quantization. Und der ist bei mir und ich glaube auch normalerweise beim Standard auf einem Takt eingestellt. Ich kann es auf 2, 4, 8 Takte machen, sodass ich, wenn ich hier drauf drücke, halt einen Takt lang 2, 4, 8 Takte warten muss, bis dann dieser Clip anfängt zu laufen. Ich kann das hier auf Off stellen, dann fängt er sofort an. Also wenn ich drauf drücke, geht es sofort los. Oder ich kann hier nochmal so ein bisschen nach einem halben Takt, nach einem Vierteltakt, einem Achteltakt oder Sechzehnteltakt den loslaufen lassen. Das ist hier in diesem Launch Queue. So, und hier kann ich dann noch einen Quantize to Loop angeben. Und dann gibt es noch eine Option, wenn ich hier ganz viele, oder ich nehme jetzt einfach mal, nee, nehmen wir erst nochmal die hier. Da steht noch ein bisschen weniger. Wenn ich jetzt hier ganz viele Clips habe, dann kann ich hier zum Beispiel eine Next Action vergeben. Die ist aber ausgegraut am Anfang, weil ich bei der Next Action erst sagen muss, okay, wenn du von diesem Clip zum Beispiel einen Takt gespielt hast, dann wird das hier aktiv. Also wenn, sagen wir mal, der Clip ist hier 8 Takte lang, habe ich hier ja stehen. Und wenn du einen Takt von diesem Clip gespielt hast, wenn ich jetzt Next Action habe, dann stoppe mir diesen Clip. So, jetzt starte ich den. Nach einem Takt ist Schluss. Die DAW läuft weiter, aber der Clip nicht mehr. Das heißt, ich muss bei dieser Next Action auch immer gucken, wenn ich möchte, dass ein ganzer Clip gespielt hat, muss ich auch die Länge des Clips beachten. Wenn ich sage, okay, der Clip soll einmal komplett durchgespielt werden,
Dann schalte mir das auf 8 und nach der Next Action Stopp. Auch wenn ich hier Loop anhabe, spielt er die 8 Takte durch. Ich kürze das jetzt einfach mal ab, indem dass ich den Clip erstmal auf 2 Takte mache, einstelle. So, hier auf 2 Takte. Dann lasse ich den hier abspielen. Und nach 2 Takte ist die Next Action. Ah, ich habe hier 3 eingestellt. Nach 2 Takten jetzt wäre die Next Action einfach, stoppe mir diesen Clip. So. Und wenn ich hier alle Clips markiere, dann kann ich das bei allen Clips einstellen. Ich muss das nur einmal hier anfassen, ein bisschen bewegen. Dann ist das für alle Clips gleich eingestellt. So, jetzt gibt es aber nicht nur die Next Action Stop, sondern eine ganze Menge verschiedener Next Actions. Das heißt, ich kann sagen, wenn du mir diesen Clip gespielt hast, dann spring mir rüber ins Arrangement und spiel da weiter. Oder spring mir zurück von dem Clip, von dem aus du aufgerufen worden bist. Das geht nämlich hier. Ich kann sagen, spiele den nächsten Clip, spiele den vorherigen Clip, spiele den allerersten Clip hier in dieser Spur, spiele mir den letzten Clip aus dieser Spur, spiele mir irgendeinen in dieser Spur, spiele mir einfach einen anderen in dieser Spur. Der Unterschied zwischen denen ist, bei Random kann der gleiche Clip nochmal gespielt werden, bei Play Other kann nur ein anderer, aber nicht derselbe Clip nochmal gespielt werden. Und Round Robin ist eine Funktion, die spielt einmal alle Clips durch in unterschiedlicher Reihenfolge. Guckt halt einfach nicht, dass ein Clip in einer Runde quasi zweimal abgespielt wird, ein anderer dafür gar nicht, sondern quasi alle, wenn da jetzt 3 Clips gespielt werden und die werden jetzt zufällig abgespielt, wird jeder Clip einmal auf jeden Fall abgespielt, bevor es eine Wiederholung gibt. So, und dann kann man hier noch Blöcke angeben, Play First in Current Block und so weiter mit Random Round Robin in Next Block, in Previous Block und so weiter und so fort. Also man kann ja eine ganze Menge einstellen, kann man auch mal mit rumexperimentieren. Und wenn man mal so, ich sag mal, so ein paar verschiedene Drum Clips, ein bisschen Melodie, alles so ein bisschen aufeinander abgestimmt hat, kann man hier quasi so ein Stück erstellen, was sich selber quasi spielt und immer wieder so verschiedene Variationen mit einstreut, die man mit per Zufall quasi nicht vorherbestimmen kann, wenn man das so gerne möchte. So, jetzt habe ich hier einen Clip und der hat jetzt auch Noten drin zum Beispiel. Das heißt, dieser Inspektor hier wird jetzt nochmal erweitert um einen Bereich Noten. So, und hier habe ich zum Beispiel die Länge von den Noten, kann ich hier nochmal verändern. Und zwar von allen ausgewählten Noten. Wenn ich hier reingehe, reinklicke und Steuerung A klicke und alle auswähle, mal gucken, das kann ich hier nicht machen, alle auswählen. Steuerung A ist alle auswählen oder ich wähle hier mit dem Auswahlbereichsmenü, mit dem Auswahlwerkzeug wähle ich einen bestimmten Bereich aus und könnte dann zum Beispiel sagen, alle diese Noten sind jetzt so lang wie die kürzeste Grid-Step breit ist. Dann klicke ich hier auf Apply und dann sind alle, das habe ich hier eingestellt, 16 lang. Oder ich sage, ich will keine 16 hier, sondern ich will 32. Dann gehe ich wieder auf meine Length. Ups. So, dann gehe ich hier wieder auf meine Length und sage nach Grid Step Apply und dann sind alle wieder 32 lang. Oder ich gehe hier auf Custom direkt und sage, alles, was ich hier ausgewählt habe, soll jetzt ein 64 lang sein und Apply. Oder ich sage, sollen Triplets sein. Also so lang wie Triplets. So zum Beispiel. Und kann die dann entsprechend verändern. Oder ich sage, die sind alle gemutet. Das geht auch mit Alt-A, kann ich die alle muten. In dem Fall ist der komplette Clip gemutet, weil ich den Clip hier ausgewählt hatte. Weil ich den Clip hier oben noch ausgewählt hatte. Das war mein Fehler. So, das heißt, wenn ich hier jetzt was auswähle
und Steuerung A drücke, sind diese Noten gemutet. Ich muss die nicht sofort löschen. Ich kann einfach mal ausprobieren, wie klingt das eigentlich, wenn die Note weg ist. Dann mute ich die einfach, kann jede einzelne Note muten oder ich kann auch... Huch, Entschuldigung. So, oder ich kann auch mit Steuerung A alles auswählen. Jetzt mute ich immer entweder alle außer einem oder einer außer alle. Nee, das war irgendwie falsches Deutsch. So, das heißt, ich schalte ja immer fröhlich um. So, das heißt, wenn ich hier irgendwas ausgewählt habe, kann ich das eben manipulieren. So, jetzt wähle ich den kompletten Clip hier wieder aus. Und dann geht es hier weiter. Ich kann hier nochmal anzeigen lassen, von welchen zwischen welchen Keys das Ganze gespielt wird. Ich kann hier die Piano-Rolle umschalten. Muss dann dorthin scrollen, wo die Noten hier drin sind. Da sehe ich dann nochmal den Bereich. Oder ich nehme hier diese Grid-View und dann sehe ich dann nur die Noten. Das ist jetzt hier ein Drumkit, wenn ich jetzt hier auf die Klavinett umgehe, kann ich das hier auch nochmal machen und ich sehe dann nur diesen Bereich, wo auch tatsächlich Noten eingegeben sind und alle anderen Tasten werden mir quasi ausgeblendet. Das macht es dann so ein bisschen einfacher, wenn ich große Tonunterschiede zwischen den einzelnen Tönen habe. So, dann kann ich hier die Velocity von den einzelnen Noten insgesamt mir angucken, wie sind die verteilt. Und ich kann die hier dann auch nochmal hin und her schieben. Ich kann alles ein bisschen leiser machen, alles ein bisschen lauter machen. Wenn mir das zu viel Dynamik hat, also der Unterschied zwischen leisen und lauten Tönen, kann ich dies durch diesen Spread das Ganze ein bisschen quasi wie komprimieren, nur als MIDI. Mach den Min dann wieder hoch, dann ist die lauteste Note auch wirklich am lautesten. Und die leiseste Note ist dann halt nicht mehr hier unten so leise, sondern nur noch so leise. Das heißt, ich habe einfach die Lautstärken so ein bisschen auseinandergezogen. Das Ganze kann ich wieder so ein bisschen auseinanderziehen hier durch den Spread und wieder hier hochziehen und dann habe ich wieder eine größere Dynamik. Oder ich mache hier einfach komplettes Chaos und schiebe alles auseinander hier. Dann ist es komplett verteilt und ich habe ganz, ganz leise Noten, also bis Stille und gar nichts mehr quasi und kann das nach links wie rechts schieben. Und man sieht es schön auch an den Noten, wenn gar nichts mehr ist, dann färben sich die Noten ziemlich dunkel und wenn das Signal immer heißer wird, dann werden sie auch heller. So, und dann habe ich noch die Release Velocity. Die haben wir in den meisten Fällen oder bei den meisten MIDI-Controllern haben wir die nicht. Aber das ist halt einfach ein Wert, wenn ich einen Controller habe, der die Geschwindigkeit, wie schnell ich meine Taste loslasse, noch misst, kann ich das eben auch spielen. Dann habe ich die insgesamte Gain, die ist hier auf mittleren Einstellungen. Die kann ich hier erhöhen und kann die auch wieder niedriger einstellen oder auf den Standardwert und ich kann die halt auch genauso wieder hier mit Chaos auseinanderziehen. Dasselbe mit dem Pen, also Panorama. Wenn ich die Noten hier habe, kann ich die mit so einem Chaos einfach mal im Panorama verteilen, kann den Spread ein bisschen weiter machen, ein bisschen enger machen, so das Stereofeld. Bei Hi-Hats ist das vielleicht manchmal irgendwie ganz nett, so dieser Effekt, wenn die Hi-Hats dann nicht immer auf derselben Seite, sondern so ein bisschen verteilt sind, rechts und links oder komplett verteilt sind. Dasselbe kann ich dann auch mit dem Pitch machen. Das sind immer wieder die gleichen Regler. Also hin und her einstellen, Chaos. Für Chaos sorgen mit dem Pitch. Das ist ein Klavinett, das dürfte sich jetzt komisch anhören. Also wenn ihr unbedingt mal jemanden schocken wollt, dann einfach korrekt einspielen und dann den Pitch so verändern. Seid dann ganz stolz. Und derjenige muss dann Worte finden, wie er erklären soll, dass das jetzt doch ganz toll wäre. Das gleiche gilt es für das Timbre auch nochmal, für die Pressure. Und damit sind die ganzen Noten Einstellmöglichkeiten im Inspector auch da. Also das ist ziemlich umfangreich, was man hier machen kann. Es ist eine schöne Art und Weise, wie man zum Beispiel gerade für Velocity die hier anpasst.
wenn man zum Beispiel was von Hand eingespielt hat und hat jetzt einfach so ein bisschen verteilte Velocity, aber eigentlich sollte das Instrument überall die gleiche Velocity haben, dann kann man einfach hier Min hochziehen und dann hat man alle auf einer Lautstärke und dann stellt man einfach nur noch die Anschlaglautstärke ein, wenn das Instrument unterschiedliche Färbung des Sounds bei für unterschiedlicher Anschlagslautstärke hat, dann kann man das hier nochmal schön einstellen für alle angeschlagenen Töne gleichzeitig. Natürlich kann man hier auch nochmal den MIDI-Kanal auswählen. Standardmäßig ist der hier auf 1 gestellt, wenn man ein externes Instrument dran hat, zum Beispiel, oder einen VST oder durch ein MIDI-Routing im Rechner selbst sagt, okay, ich schicke oder ich bekomme die Noten vom MIDI-Kanal 7, dann werden die hier quasi, wird nur der MIDI-Kanal 7 ausgewertet und alle anderen Inputs werden nicht ausgewertet. So, das ist jetzt der reine Bereich für die MIDI-Noten. Dann hatte ich eben gesagt, auch für die Clips, das gilt aber auch generell für diese Clips hier drüben. Also ob das jetzt so solche Clips sind oder solche Clips, auch ein Clip mit Noten drin, sonst ist das witzlos, habe ich hier dieselbe Einstellung. Also Clip ist Clip, egal wo er ist. So, und jetzt kennt ihr ja bestimmt, dass man hier bei diesen Clips hier einfach aufklappen kann und Automationen eingeben kann. Das kann man hier natürlich auch. Wenn ich jetzt hier ein Instrument, ein Device habe, nehmen wir vielleicht jetzt einfach mal das hier und ich sage, ich möchte jetzt hier möchte einen Filter haben und da mache ich eine Automation Lane rein. Klappt man das hier mal zu und hier machen wir die Automation auf. Sagen, ich will hier alle Automationen angezeigt haben oder ich klicke hier einmal drauf. Aber ich mache das jetzt einfach mal so, damit ich die Sample Filter Frequency drin habe. Das mache ich hier gerade mal raus. Also ich klicke das hier weg. Und wenn ich hier jetzt einen Doppelklick drauf mache, kann ich die Sample Filter Frequenz, die hier als Standard schon mit dieser leichten Linie existiert, kann ich die hier jetzt fixieren, einmal draufklicken, sodass ich am Anfang und am Schluss die gleiche Frequenz habe. Das mache ich ganz gerne. Und jetzt kann ich den Bereich, in dem ich was ändern will, einfach hier nochmal was verändern. Und mein wunderbares Stück. So, und ich mache das ganz gerne, dass ich hier einen Rechtsklick drauf mache und Add Automation Lane, weil dann habe ich die hier sicher. Man kann hier natürlich auch hier so direkt draufklicken. Kriegt dann hier diese Automation Lane, dann brauchen wir die hier das alles nicht aufklappen. Zum Beispiel, oder hier Sustain oder Release oder hier das Gain nochmal mit reinnehmen. Und dann klicke ich hier drauf. Dann habe ich hier Sampler Gain stehen und kann mir die Punkte hier sichern und einfach hier dazwischen Firlefanz treiben. So. Das sieht hier halt in diesem Clip so ein bisschen anders aus, weil ich halt hier nur diese Anzeige habe. Während ich, wenn ich das hier mache und jetzt mir hier einfach einen Clip mit Daten auch mal rüberziehe, kann ich das direkt in der Line hier machen. Oder ich kann das auch hier direkt im MIDI-Noten-Editor direkt machen. Das heißt, ich brauche nicht direkt hier rüber gehen. So, und ich kann das natürlich auch hier so machen. Standardmäßig habe ich hier ja die Piano-Rolle oder diese, wie heißt das eigentlich, Drum-Editor. Ich nenne es immer Grid-Editor, ist aber falsch. Drum-Editor. Und damit ich jetzt nicht hier drüben irgendwas machen muss in dem Clip, kann ich jetzt einfach hier unten umschalten auf Automation. Und jetzt brauche ich hier nichts aufzuklappen und hier rum zu editieren, sondern ich kann das direkt hier in diesem Clip-Editor machen. Bei diesem Clip oder eben wenn ich auf diesen Clip rübergehe, kann ich das auch entsprechend hier in diesem Editor machen. Das ist manchmal ganz sinnvoll, wenn man hier jetzt nicht ständig auf- und zuklappen will oder wenn man hier so standardmäßig alle Automationen aktiviert hat und das gerne mal in der Übersicht sieht oder auch in der kleinen Übersicht hier, hat man doch relativ schnell den Bildschirm hier voll.
Und so ist es dann ganz praktisch, wenn ich hier draufklicke und einfach hier im unteren Bereich des Bildschirms umschalte zwischen Noteneditor oder eben Drum-Noteneditor und Automation. Und hier kann ich auch die Automation dann direkt nochmal auswählen, wenn ich die unbedingt hier auswählen möchte. Ansonsten schalte ich hier einfach auf das Device um, klicke hier irgendwas an oder mache einen Rechtsklick, Add Automation Lane. Gehe hier rüber, habe dann das zuletzt angeklickte hier ran und kann dann hier anfangen zu editieren, zum Beispiel. So. Und wenn ich hier meine ganzen Clips habe, kann ich, wie am Anfang auch gesagt, hier auf den Mix umschalten, habe dann hier meine Ansichten und kann dann, wenn ich alles vorbereitet habe, auch mit diesen ganzen Klicks hier performen. Wenn ich dann nichts mehr mit dem Arranger machen will, ist wahrscheinlich diese Ansicht noch am praktischsten. Vor allem habe ich dann alles schön auch nochmal in der Übersicht. Und wenn ich dann so, wie ich hier auch habe, so einen Push-Controller habe, dann stimmen mir auch diese Clips von der vertikalen Ansicht, das kann ich zwar hier auch nochmal umschalten mit dem Driven by MOS-Skript, dass ich das vertikal oder horizontal angezeigt bekomme, aber ich sag mal so, beim Live-Performen ist diese Ansicht dann doch auch ganz nett. Und ich habe hier dann auch diese Gruppenszenen hier nochmal, wo ich dann, Entschuldigung, die einzelnen Gruppenszenen starten kann. Und ich habe hier diese ganzen Kontrollen, die ich, wenn ich hier nochmal umschalten darf, mache ich nochmal Stopp. Hier diese Play- und Stopp-Kontrollen, die ich hier an der Seite habe oder hier auf dem Arranger drüben habe, habe ich, wenn ich hier umschalte auf Mix, habe ich die ganzen hier unten. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Clip starte und drücke hier unten drauf, dann hört er auch wieder auf. Und ich kann hier aber genauso rüber in den Arranger rüber schalten. Ich sehe den Arranger hier halt nicht. Dann muss ich hier wieder in den Arranger hier rüber. Man könnte ja zum Beispiel auch hier die Clip-Ansicht ausschalten und mit der Tabulator-Taste hier hin und her schalten. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so praktisch, aber ist auf jeden Fall möglich, wenn ich sage, okay, ich spiele hier jetzt gerade was und springe zwischen Clip und Arranger hin und her. Und alles ausschalten oder nur die Szenen der Gruppen ausschalten, kann ich dann mit den entsprechenden Clips. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal eine Gruppierung, Steuerung G erstelle, bekomme ich hier nochmal neue Szenen. Unterhalb der Szenen kriege ich dann nochmal diese ganzen Controls. Ich kann hier unten auch nochmal die zusätzliche Effekte reinpacken, wie zum Beispiel hier einen Delay 1 nochmal. Dann sehe ich, dass hier ein Delay 1 drin ist. Den kann ich mir nochmal anzeigen lassen mit dem Device. Je nachdem, auf welche Spur. Hier auf der Gruppenspur habe ich das Delay 1. Und ich kann natürlich, klicken wir das hier wieder weg, mit D, kann hier natürlich auch die ganzen Geschichten wie Panning, Lautstärke, Solo schalten, zu muten oder armen, so dass ich noch mit einem MIDI-Controller mit reinspielen kann. Die einzelnen Szenen starten, die innerhalb dieser Gruppe drin sind. Zum Beispiel. Oder hier noch mal ein bisschen Schlagzeug dazu. So. Und das ist so das Grundsätzliche erstmal zu den Clips, dem Clip Launcher und das hatte ich noch geschrieben und den Szenen. Wie gesagt, die Szenen kann man eben auch noch mal einzeln konfigurieren, eben auch noch mal mit diesen ganzen Actions, die man hier hat oder übergreifend. Die gesamten Noten und so weiter und so fort. Also man hat ja eine Unzahl an Einstellungsmöglichkeiten und ich hoffe, ich habe euch mal so ein bisschen einen Einblick gegeben, was ihr alles damit machen könnt. Gerade auch mit dem Laden von Clips oder dem selber Aufnehmen, dass man Clips eben gleich mit Devices laden kann oder eben auch ohne Devices laden kann und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt gleich so richtig Spaß mit den Clips, dem Clip Launcher und den ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Da kann man eine ganze Weile mit verbringen.
Wie immer, schreibt mir, was ihr Tolles macht. Wenn ihr eigene Videos hochlädt, dann sagt mir Bescheid, verlinkt die hier unter dem Video, kommentiert. Gebt mir einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und der ganze Pipapo drumheran. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.